Sie glauben gar nicht, wie viel Spaß es gemacht hat, die alten Aufnahmen zu sehen. Und vor allen Dingen, normalerweise, wenn der Wolfgang unser Lied hört, fängt der bitterlich an zu weinen. Ich verstehe gar nicht, dass du jetzt ohne Tränen hier sitzt. Unglaublich. Aber, man muss sagen, also dieses Lied wird dann zu Unrecht schlecht gemacht. Ja. Denn da ist zum Beispiel eine fantastische Zeile drin, die kommt fast an ihre ran von den Spatzen. Wie war das, die bitteren Tränen der Veronika? Die späten Tränen. Die späten Tränen. Noch besser. Die späten sind noch viel lyrischer. Hier ist die schöne Zeile drin, wo ich auch bin, ich sehne mich zurück nach Haus. Ja. Heute noch. Heute noch. Heute noch, ja. Ich freue mich auch nachher, wenn ich wieder nach Hause fahren darf. Und, aber man hat selten Menschen gesehen, die gequälter aussahen ja. als bei diesem Auftritt. Das muss man mal erklären. Wir hatten ja die Sendung dann mit Frank Elsner und nach der Sendung wurde ausgegangen und dann fragte er irgendwann, könnt ihr singen? Und bevor ich Nein sagen konnte, sagte er, sehr gut. Das war so, da musste ich zuerst mal konzentrieren und dann sagte er, da machen wir irgendwas draus. So, und Frank Elsner. So, und früher war das noch so, superklasse, ist heute noch unser Freund, ja, unser langjährigster Freund. So, und wir, früher war das so, du musstest selber ans Telefon gehen, ne? Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ne? Und dann ging das Telefon und dann sagte eine Stimme zu mir, kannst du Ton halten? Ich sagte, oh Gott, was soll das denn? Habe ich sofort aufgelegt. Zwei Minuten später, ich bin von Vicky Leandros, der Vater, Leo Leandros, und ich habe mit Frank gesprochen. Und jetzt will ich von dir wissen, kannst du Ton halten? Ich sagte, das kann ich Ihnen überhaupt nicht beantworten, die Frage. Dann hat er uns nach Hamburg eingeladen. Und es ist wirklich so, vielleicht verstehen das ja hier einige, wenn man Dinge machen muss, die man nicht kann, ist das sehr schwierig. Ja? Und auf jeden Fall, du stehst da im Studio und auf einmal fragt der Leo Leandros, singt mal ein Lied. Dir fällt kein Lied ein. Ich wollte ein Weihnachtslied singen. Ja, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Mir fiel nichts ein. Und dann war damals, das weiß ich noch wie heute, an erster Stelle stand der Junge mit der Mundharmonika. Bernd Klüver, genauso. Ja, und das haben wir gesungen. Und da waren die sehr wahrscheinlich begeistert von uns. Und so ist das Lied entstanden. Nee, ihr habt ja auch Karriere gemacht mit diesem Song. Es gab sogar, also Sie erinnern sich alle an die Bravo. Ja. Da gab es einen Preis, von dem ich gar nicht mehr weiß, ob es den noch gibt. Den Otto, den Bravo Otto und das euer Original Otto in Bronze. Also es war nicht der erste oder der dritte, den habe ich hier. Also müssen wir uns unbedingt anschauen. Ja. Und wir haben sogar über eBay die Original-Single. Sehr schön. Haben Sie die noch? Ja, ich habe die noch. Und Sie haben recht, der Text war sehr anspruchsvoll. Ja. Und vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll. Ansonsten wären wir sehr wahrscheinlich an erster Stelle gewesen. Robert Habeck guckt so neugierig, dass er sagen würde, ja. Habeck, ich reiße es mir vom Herzen und schenke es dir. Ja. Sie sollten sich aber nicht mit der Platte fotografieren lassen, weil die verstößt gegen die Genfer Menschenrechtskommission. Sie müssen uns erzählen, warum. Sie haben ja in den 70er Jahren die ganz großen Jahre gehabt. Das sind die Jahre, von denen viele sagen, da war die beste Nationalmannschaft aller Zeiten auf dem Feld. 72 ist Erwin Europameister geworden, 74 gab es die berühmte WM, bei der Deutschland Weltmeister wurde. Wie haben Sie es bloß geschafft, beide nicht auf dem Feld zu stehen? Ja, das kann man einfacher erklären. Er war WM-Tourist und wenn man ihn darauf anspricht, warst du oder bist du Weltmeister, da will er gar nicht. Ich war 74 bei der Weltmeisterschaft dabei, aber hatte da wirklich nichts mit zu tun. Aber wie kam das, dass Sie nicht eingesetzt wurden? Ja, sag ich mal, ist auch relativ leicht zu erklären. Man hat mich auch erwischt. Wir waren hier im Trainingslager irgendwo in Mainz.
Malente. Und wir waren wirklich wir waren eingesperrt, also das war eine einzige Katastrophe. Und ich bin ein Mensch, der gerne mal Spaß hat. Und dann habe ich mir ein Auto geliehen und bin mit einem Freund, der auch gespielt hat, irgendwo hingefahren. Und dann haben wir gefeiert, Spaß gehabt und sind morgens, ich glaube um 6 Uhr bin ich nach Hause gekommen und damals war der Co-Trainer Jupp Derber, der hat mich denn gesehen und hat gesagt, also ich sage keinem was, also das Ding ist hier gegessen, vergessen. Ja, und dann 2 Stunden später war ja das gemeinsame Frühstück und dann war das so üblich, saßen 20 Leute vom DFB offiziell, denen hast du alle die Hand gegeben und da merkte ich schon, das ist weitererzählt worden und ich hatte also absolut keine Chance. Das war eine Strafmaßnahme. Nein, das nicht. Also sag ich mal, man hatte ja auch eine riesen Konkurrenz. Ich konnte so 2, 3 Positionen spielen. Auf der linken Seite spielte der Paul Breitner, ich hätte Libero spielen können. Da spielte der Franz Beckenbauer oder im Mittelfeld Overath. Und da habe ich auch keine Chancen gehabt. Die, so schlecht waren die auch gar nicht. Ja. Warum haben Sie nicht mitspielen können? Ich habe kurzfristig mal den Schiedsrichter beleidigen müssen. Ja, das war im letzten Bundesligaspiel gegen den FC Kaiserslautern. In Kaiserslautern. Und wer schon mal in Kaiserslautern Fußball gespielt hat, der weiß ja, was da Sache ist. Da geht es richtig zur Sache. Und da hat der Schiedsrichter eine ganz, ganz komische Fehlentscheidung getroffen. Und da habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt. Wollen wir mal sehen? Oh Gott. Hast du ihn gesehen? Es gab Rot. Bitte erklären Sie ruhig, was man da so schön sieht. Ich habe ihn beleidigt, wenn Sie mich jetzt fragen, was hast du zu ihm gesagt, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, ich habe zu ihm gesagt, du dumme Sau. Ja? Und das hat er überhört und wollte mir eine Chance noch geben. Und hat also gesagt, er hat sich super korrekt verhalten. Ja, er hat es so getan, als ob er sie genauso nicht hören würde. Genau so ist das. Und, dann hat er den Fehler gemacht und mich nochmal gefragt, was haben Sie gesagt? Und da habe ich leider Gottes gesagt, und jetzt nochmal für Doofe, du blöde Sau. So. Ich muss dazu sagen, das hat ja, ja körperliche Schmerzen bereitet, nicht an der WM in Deutschland teilzunehmen. Aber wussten Sie, dass Sie die Teilnahme riskieren? Nein, wir waren ja absolute Amateure und ich muss sagen, ich war auch früher, was ich heute überhaupt nicht bin, je zornig. Ne? Das weiß er. Wenn er gespielt hätte, er hätte mich zurückgehalten. Ich war verletzt. Ja, und mit der je zornigkeit, ich habe das letzte Woche abgelegt. Ne? Warum hat der Helmut den Erwin als Herr Pastor getauft? Ja. Ja, also das ist auch relativ leicht zu erklären. Es gibt Menschen, die haben gerne Spaß. Und es gibt Menschen, die leben solide. Nicht? Und dann, wenn wir denn mal weg waren, dann war es der erste morgens, der gefragt hat, was habt ihr gemacht, wo wart ihr? Aber er hat an dieser Stelle nie Spaß gehabt. Ja. Und deshalb habe ich ihn immer Pastor genannt. Ja, genau. So. Und man war ja suspekt schon, wenn man abends früh zu Bett gegangen ist und hat keine Karten gespielt. Ich kann auch kein Kartenspiel. Und habe denn mal, und bin denn mal, was ist unglaublich, mit Büchern oder Zeitschriften ins Bett gegangen. Ne? Also ich habe Spaß gehabt und letztendlich wusste ich mehr als er. Ja, das ist heute der Fall. Ja? Sie sind 1 Million Mal in Ihrem Leben schon gefragt worden, ob Sie, weil Sie so ähnlich sind, auch Dinge jeweils für den anderen getan haben. Und Sie haben gesagt, im Prinzip nie, mit wenigen Ausnahmen. Ja. Würden Sie uns eine Ausnahme verraten? Ich weiß sehr wahrscheinlich, worüber Sie oder was Sie ansprechen. Das war der Führerschein. Das war die Geschichte mit dem Führerschein. Also ich habe mit 18 den Führerschein gemacht. Er nicht. Er war bei der Bundeswehr und hatte angeblich auch keine Zeit. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, immer, du fährst immer mit dem Wagen und mit meinem Führerschein. Das muss jetzt mal langsam Schluss sein. Und dann kam er auf die glorreiche Idee zu sagen, pass auf, mach du doch den Führerschein für mich. Ja? Und wir sind wirklich eins. Also wenn er Spaß hat, habe ich auch Spaß. Wenn er leidet, leide ich auch. Also diesbezüglich sind wir eine Person, dass ich das erkläre. So, und dann bin ich zur Fahrschule gefahren, ja,
zur Prüfung und dann kam die theoretische Prüfung und da bin ich leider Gottes durchgefallen. Ich habe mich da überhaupt nicht drum gekümmert. Er kam dann nach Hause und war stinkesauer. Ich sage, zeig mir den Führerschein. Sagt er zu mir, ich bin durchgefallen. Wie doof muss man sein? Also, das ist ja das Allerletzte. Und da war ich gezwungen, noch 5 Jahre ohne Führerschein zu fahren. Zwillinge zum Verwechseln ähnlich? Nein, überhaupt nicht. Also das heißt, so ein Gag könnten die nicht machen. Und sind Sie ab und zu vielleicht für den jeweils anderen zu Autogrammstunden gegangen? Ja, das auch. Man hatte ja damals auch Autogrammstunden. Und dann war das so, das ist ja auch großartig angekündigt worden. Und dann sieht das ja ganz, ganz blöde aus, wenn man, sag ich mal, einen Tag vorher sagt, geht nicht, ich bin krank. Und das konnten wir anders lösen, das Ganze. Wir waren alle zufrieden, waren alle glücklich. Und dann ist er für mich da zur Autogrammstunde gefahren. Jeder träumt davon, dass er so jemanden hat, den er ins Rennen schicken kann. Oder, Herr Habeck? Das wäre doch super. Großartig. Und ich kann seine Unterschrift 100%. Aber man kriegt sie noch auseinander. Also man hält sie, kann sie ganz gut auseinanderhalten. Wären Sie eigentlich heute gerne noch Fußballer? Ja, sehr gerne. Warum? Ja, aus dem einfachen Grund, wenn man alleine schon ins Stadion kommt, also es regnet nicht, es ist nicht windig, du hast tolle Fußbälle, du hast eine Rasenfläche, Physiotherapeuten, Ärzte, das hatten wir ja alle nicht. So, ist in deinem Alter wichtig, ne? Nein, und wir würden uns ja auch mal wehren. Also ich erwische mich ja dabei, dass ich Wut kriege, wenn Schalke jetzt schlecht gespielt hat, und dann sollen die in die Kurve gehen und sich bedanken. Dann werden die massiv. Da sollte neulich seine Kapitänsbinde abgeben. Wo gibt es denn sowas? Ich lasse mich doch nicht ausschimpfen, da würde ich doch gar nicht in die Kurve gehen. Da muss man sich mal wehren. Aber es ist tatsächlich so, das hören nicht viele gerne, dass wirklich Spieler Angst haben, teilweise für Ultras. Das gibt es doch nicht. Und auch Vorstände, glaube ich, dass die ängstlich damit umgehen. Also, was? Ultras, das sind Ultras, also ganz aus, sag ich mal, aus der rechten Szene teilweise auch. Die Szene gibt es beide. Gibt's auch. Die besonders aktiven, wenn man es ganz neutral ausdrückt. Schlagenden Fans. Nicht wie Schlager, aber Schlagende. Aber es ist auch so, Herr Di Lorenzo, dass wir gerne Fußball gespielt haben. Ja? Das war unser Traum und den Traum haben wir gelebt. Wir müssen dankbar sein, dass wir mit solchen Leuten wie Beckenbauer, Sepp Maier und Gerd Müller zusammenspielen durften. Und damals gab es auch schon Qualität. Wir werden ja oft gefragt, wie war das früher und wie ist das heute? Und wenn du zum Beispiel gegen Bayern München gespielt hast, ja, das wusste unser Busfahrer, das wusste unser Arzt, die haben uns dann schon darauf aufmerksam gemacht, pass auf, wenn der Beckenbauer nach vorne kommt, der spielt mit Gerd Müller Doppelpass. Das wussten wir ja alle. Ja? So, und die anderen auch. Und du konntest es nicht verhindern. Und das ist Qualität. Ja? Das war so toll gespielt. Heute, muss ich sagen, geht mir das Herz auf, wenn ich einen Robben sehe. Wissen Sie sehr wahrscheinlich auch, dass er nur nach innen geht. Ja? Wissen alle, aber es fallen alle drauf rein. Und das ist Qualität und das liebe ich. Also wir rechnen es Ihnen beiden sehr hoch an, dass Sie heute gekommen sind, obwohl Schalke gegen Werder verloren hat. In dieser Woche. Sie sind neben allen anderen auch großartige Unterhaltungstalente. Also insofern kann ich nur sagen, kommen Sie wieder. Sehr gerne.